So kann das gehen im Leben. Lachst du dich kaputt, du alter Schwede. Pass mal auf, geht gleich los. Ich mache erstmal das Licht an, bevor ich es wieder vergesse. Manchmal vergesse ich das einfach, ne? Ist so. So ist das im Leben. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, ich habe geträumt heute Nacht, dass der Baumarkt offen hat und alle liefen ohne Maske rum. Und vor lauter Schreck habe ich meine Maske aus der Tasche und schnell aufgesetzt und da war der Traum zu Ende. Lachst dich kaputt, so bewegt all das im Leben. Kann manchmal sein, ne? Pass mal auf, wir haben hier unsere Orchideen, unsere Frauenschuhe. Hier läuft gut, geniale Kiste. Das ist das Schätzchen, was wir versuchen zu retten. Da waren die Wurzeln mehr oder weniger kaputt. Also, ne? Total Pilzmyzel im ganzen Substrat damals gewesen, als wir gekauft haben. Das hat dermaßen gestunken und wir versuchen sie zu retten. Ja, anders geht's einfach nicht. Pass mal auf. Ich werde das Schätzchen jetzt mal abschneiden hier, denn das ist ganz weich und wabbelig geworden. Also da ist nichts mehr. Die Pflanze verabschiedet sich selbstständig von der Blüte. Ne? Das ist so gegeben jetzt und von daher ist sie jetzt einfach mal abgekommen. Werde ich mir das gleich mal genauer angucken bei der Gelegenheit. Ist ja auch mal interessant. Ne? Nicht immer abschneiden, wegschmeißen, sondern gucken halt, was da draus so passiert. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Rest hier? Ich lasse es erst noch dran. Um zu gucken, was passiert denn wenn. Ne? Im Normalfall wird man die Blüte komplett abnehmen, ganz klarer Fall. Aber mal gucken, ne? Man weiß ja nie, was so noch kommt im Laufe der Zeit. So, hier brauchen wir nichts machen, das läuft noch, haben wir ja vor kurzem erst gemeinsam gemacht, das Ganze im Prinzip gefüttert, für lange Zeit. Und da kommen wir jetzt zum Basilikum. Ja, also er wächst nach wie vor wunderbar unter der North Point LED, oder die Pflanzen in dem Sinne. Ich werde jetzt gleich auch gießen und düngen. Ich muss alles heute gießen und düngen. Gestern habe ich nicht so viel gemacht, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Das werde ich jetzt zwischendurch mitmachen. Wir werden heute bei 1000 hier das Ganze gießen und düngen wieder. Letztes Mal hatte ich bei 500 das gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, sind Starkzehrer oder Schwachzehrer, das weiß ich noch nicht. Von daher mache ich das mal so und mal so, damit wir nicht zu hoch kommen in dem Sinne. Ne? Weil die Pflanzen nach wie vor noch kräftig einwurzeln müssen und noch ausreichend Platz im Substrat haben. Und von daher auch an Nährstoffe drankommen, wo sie vorher nicht drangekommen sind in dem Sinne. Ne? Weißt du, was ich meine? Okay, pass mal auf. Dann schauen wir uns das gleich mal etwas näher an und mal gucken, inwieweit wir heute was machen. Das wird mal wieder ein Überraschungspaket. Okay. So schaut unsere wabbelige Blüte jetzt aus, dass wir da mal reingucken können, wie das so aussieht. Ne? Ist schon mal ganz interessant so anzuschauen. Das sieht richtig cool aus. Also manche Gebilde aus der Natur, die haben echt schon richtig coole Erscheinungen in dem Sinne. Das ist schon, heftig ansehnlich, muss ich sagen. Also das sieht richtig, ganz genial aus. Okay, dass wir mal gesehen haben, wie das halt so innen drin in dem Sinn ausschaut. Also die ist total wabbelig hier. So. Ist halt so gegeben. Machst du nichts, ne? Nun ja, die Pflanze lebt nach wie vor und von daher wollen wir mal gucken, wie es damit dann weitergeht. Dann gießen und düngen wir heute mal gemeinsam unseren Basilikum bei 930 Mikrosiemens. Lassen das Ganze auch ein bisschen durchlaufen in jedem Pöttchen hier. Und dann messen wir gleich mal nach, was wir dann tatsächlich im Durchfluss dann haben, im Untersetzer noch gegeben. Aber bis jetzt läuft es gut, muss ich sagen. Also ich hätte es mir schwieriger vorgestellt, muss ich sagen. Sind kräftig im Wuchs, schön kompakt, schießen nicht. Aber es ist halt bedingt durch die North Point LED. Ne? Nach wie vor müssen wir allerdings noch einen Test machen und das Ganze unter anderes Licht stellen. Das werden wir heute auf jeden Fall starten, um mal zu gucken, ne? Wie das dann so aussieht. Ich glaube, den hatten wir schon hier. Ne? Pass mal auf, mal einen kleinen Schluck hier. Haben wir den jetzt schon ausreichend drin? Das sieht noch nicht so aus. Mal auf. Mal, hoch hier. Ah, die haben sich schon schön entwickelt, muss ich sagen. Also das ist eine richtig coole Sache. Doch, das reicht schon aus. Mal auf. Dann werden wir das Ganze einmal messen, was wir jetzt hier drin gegeben haben. Ja, das ist okay. Das ist toll. Ja, 950, also knapp 960 Mikrosiemens. Na, Moment, nicht so voreilig. 970. So, 970 haben wir hier drin, also das ist dann jetzt, würde ich sagen, okay. Sie standen ja schon bei 1000 tatsächlich vom Samen, ne? bis zur Keimung und dann zwischendurch bei 500. Heute mal wieder 1000. Um mal zu gucken, wie das dann so funktioniert. Ne? Vielleicht können wir es auch kontinuierlich bei 1000, aber ich weiß noch nicht, ob es Starkzehrer sind oder nicht. Das müssen wir erst noch rausbekommen. Von daher lassen wir das Experiment mal weiter laufen. So, dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Ich habe die Töpfchen jetzt mal in ein Plastikbecherchen reingesteckt. Die passen hier ganz genau rein. Das ist eine richtig coole Sache.
So, dann bekommen Sie alle noch mal einen kleinen Schluck jetzt, damit Sie also gut getränkt sind. Jetzt haben wir hier unten ein bisschen drin stehen. Ich werde das so machen, dass ich dann das Wasser, was hier drin steht, wenn ich wieder gießen sollte, das einfach über das Substrat wieder drüber gieße. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ne? Mit Docht wäre es besser, aber ich habe damals hier keinen Docht reingemacht. Von daher werden wir das einfach mal so handhaben. Gegebenenfalls noch abdunkeln, aber jetzt im Moment erstmal noch nicht, dass ich das erstmal beobachten kann, inwieweit das so funktioniert. Ansonsten abdunkeln logischerweise, damit sich keine Algen drin bilden, ist ganz klar. Okay, also Sie haben jetzt alle circa, nee, nicht circa 930, was bescheiden, bei 1000 ungefähr. Jetzt brauchen wir zwei verschiedene Standorte, lichttechnisch, einmal etwas mehr und einmal etwas weniger. Im Laufe der Zeit werde ich euch zeigen, wo sie dann stehen. Das überlege ich mir jetzt erstmal. Ne? Und das werden wir dann fortlaufend weiter sehen, wie das Ganze sich dann entwickelt und vor allen Dingen, wie wir weiter vorgehen mit dem Basilikum. Ich bin auch überlegen, ob wir, wenn er jetzt noch stärker herausgewachsen ist, ihn dann pinzieren, das heißt zurückschneiden, um eine Verzweigung anzuregen. Alles noch Theorie. Okay. Zimmerpflanzen klimbim. Wir kommen jetzt zu unserem Zwergkrug und den werden wir heute wieder bewässern in dem Sinne und düngen hier bei 93 Mikrosiemens. Hier steht jetzt nichts mehr drin, ist also trocken. Der Docht ist allerdings noch feucht, also können wir heute tatsächlich das Ganze wieder befüllen und dann sehen im Laufe der Zeit, wie sich das weiterentwickelt. So, ich werde das jetzt hier drüber gießen, auch so, dass es überläuft nach Möglichkeit, dass wir also wirklich komplett die ganze Erde auch fluten in dem Sinne. So, es läuft jetzt über. Und dann lasse ich das jetzt mal durchsickern und dann gucken wir gleich mal, was wir im Wasser unten dann messen können und ob wir noch ein bisschen nachfüllen müssen. So, das lassen wir erstmal durchlaufen. Kommen wir jetzt zum Punica Granatum Nana, die so genial wachsen. Bei 400 bis 500 Mikrosiemens kontinuierlich gegossen hier im Anstau das Ganze. Hier steht jetzt auch kein Wasser mehr drin. Das heißt, ich könnte jetzt noch ein bisschen zugeben, er ist aber noch schwer, das heißt, es ist noch gesättigt, das Ganze muss ich noch nicht. In der Regel mache ich so, ich hebe die hoch und dann spüre ich, ob ich gießen muss oder nicht. Ist tatsächlich so. Das läuft richtig genial. Da kannst du natürlich keine Tausende von machen. Wo, kannst du auch, ne? Da musst du die einfach so nebeneinander stellen, in einem Untersetzer in dem Sinne oder anderes Gefäß, ne? Kasten oder wie auch immer. Und dementsprechend im Anstau halten. Läuft genial, das ist eine coole Sache. So, das heißt, ich gieße da mal eben was rein, um mal zu gucken, wie denn jetzt die Tatsache gegeben ist. Denn hier habe ich ewig lange nicht gemessen. Wir haben hier drin 460 Mikrosiemens. Dann gieße ich jetzt einmal einen kräftigen Schluck hier rein. Das Schöne ist bei diesem Substrat, es kann auch im Wasser stehen. Auch die Wurzeln tatsächlich. Nicht bis oben hin fluten, ne? Das könnte dann vielleicht dann doch zu viel sein. Weiß Bescheid, ne? So, wir werden jetzt einpflanzen. Einpflanzen, Punica Granatum Nana, das Stück, was wir von dem Wald abgeschnitten haben, was so ein bisschen merkwürdig gewachsen ist und merkwürdigen Wuchs hatte in dem Sinne. Das haben wir hier bewurzeln lassen, das hat genial geklappt. Wir haben nicht mal die Blätter unten abgemacht oder dergleichen, sondern abgeschnitten, ins reine Wasser rein und fertig. Und es hat wunderbar funktioniert. Allerdings soll ich mal die alten Blätter hier unten jetzt abmachen, die gegebenenfalls verrotten könnten. So, das pflanzen wir jetzt hier rein und werden das in Handhabung genauso machen. Oh, genauso machen wie lach sich kaputt. Wo habe ich denn jetzt? Egal. So. Ach jo, ich habe ja gestern das andere Substrat gehabt. Nicht andere, sondern gestern habe ich ja die Monstera, die Abtopfung gestartet und da haben wir ja nur, oder? Ich weiß gerade nicht, wo habe ich das Ding hingestellt. Jetzt auf. Wurzeln lassen wir so, wie sie sind jetzt. Pflanze das Ganze etwa 2 cm, 3 cm tiefer ein. Das ist schon genial, ne? Dass das auf diese Art und Weise funktioniert. Ne? Muss natürlich, ganz klar, immer wieder mal nachgucken nach den Pflanzen. Aber das, andersrum musst du ja sowieso, ne? Egal wie oder was du machst, du musst sowieso nach den Pflanzen gucken. Von daher ist das so schon mal eine richtig coole Sache. So, und dann lass uns überraschen. Ich habe den jetzt nicht nachgezogen, weil ich noch einen brauche, sondern weil ich gucken möchte, ob diese Wuchsform hier so erhalten bleibt. Das interessiert mich an der ganzen Sache. So, er stand bisher im reinen Wasser, wird dann heute das erste Mal tatsächlich auch gedüngt. Im Durchfluss, wie wir das handhaben, um das einmal sauber zu spülen, das Substrat. Jetzt fragt sich wahrscheinlich wieder, was ist das für Substrat, ne? Ich sag's dir, du, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Vulcatec Kakteen Premium Substrat, gemischt mit Ceramis. Drei Teile Vulcatec und ein Teil Ceramis. Soll ich denn jetzt einen Becher? Achso, den hatte ich hierfür benutzt. Haha, lol. So, dann kommt das jetzt hier rein und dann können wir das einfach so stehen lassen und wachsen lassen. Ein Teil Ceramis. Warum Ceramis? Ganz einfach, weil Ceramis
Wasser speichert und auch Nährstoffe speichert. Und von daher handhaben wir das im Moment so, um zu gucken, wie das damit funktioniert. Hier haben wir das Ganze in reines Vulkatec-Aktin-Premium-Saatgut gepflanzt. Und dann ist ja nur ein hübsches Pflänzchen. Ne? Haben wir vor kurzem erst zurückgeschnitten, wer sich noch daran erinnert. Ne? So, zack, bumm, und ist wieder wunderbar rausgewachsen. Okay, dann messen wir jetzt. Können wir das jetzt einmal rutsch machen? Ich versuch's mal. Ob wir das jetzt hinbekommen. Hier, pass mal auf. So, dich an die Seite. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Haben wir ja alles richtig gemacht weiterhin oder nicht? Also mehr wie 100 geben wir hier nie rein, ne, weil sonst kann es ratzfatz zu viel werden. Da müssen wir aufpassen bei Karnivoren. Die dürfen zwar gedüngt werden, aber nur minimal. Ach, guck mal, das reicht ja voll aus. Hier sind 2,5-3 cm Wasser drin. So, dann lass uns überraschen, was wir jetzt gegeben haben. Wir haben, tada, 100. Also wir sind noch hier im grünen Bereich. Mehr düngen wir nicht, also nicht über 100. Und von da ist das so schon mal eine richtig coole Sache. Das nächste Mal, wenn ich nachfülle, nehme ich reines Wasser und gegebenenfalls beim nächsten Mal dann dementsprechend wieder mit Nährstoffen. Und das müssen wir dann wieder nachmessen, um zu gucken, ob der Wert ansteigt. Wenn er nicht ansteigt, ist das okay. Sollte er ansteigen, dann nehmen wir demnächst dann zweimal reines Wasser in dem Sinne. Da muss man so ein bisschen abwägen. Das ist aber auch abhängig von der Jahreszeit, von der Lichtstärke, von der Temperatur. Also das kann man nicht pauschalisieren. Pauschalisieren können wir können sie düngen. Mäßig. Nicht unbedingt regelmäßig, aber mäßig. Und das läuft also richtig genial. Also ist eine richtig coole Sache. Das ist so Hammer. Ja, seitdem sie unter dem schwächeren Licht steht, geht sie auch wieder besser. Sie stand ja kurze Zeit im anderen Dschungel unter dem ganz starken Licht und das hat ihr nicht so gefallen. Und nun jetzt hier wächst sie wieder wunderbar mit jede Menge neuen Blättern und teilweise auch kleine neuen Krügen. Ja, ist schon cool, ne? Wenn man weiß, wie es geht, läuft's. Okay. Ja, natürlich zeige ich euch auch das Baby, das hier im Vulkatec-Aktin Premium Substrat wächst, vor dem Zwergkrug, Cephalotus. Aber auch zum größten Vergleich halte ich nur meine Batterie hier rein, so den Kopf. Das ist eine AA-Batterie, dass man das mal mitnehmen kann. Wie groß das Baby ist, ne? Beziehungsweise wie klein. Also ist schon heftig. Sie hatte jetzt, die ersten vorderen Blätter waren damals schon gewachsen. Und rechts jetzt die zwei sind neu dazu gekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie hier eine kleine Kanne entwickelt. Ich drehe das mal vorsichtig. Das ist jetzt nicht so einfach. Ja, sieht fast so aus, als wenn sich da unten eine kleine Kanne schon entwickelt. Auf jeden Fall klappt es auch hier tatsächlich. Hier habe ich jetzt allerdings noch nicht gedüngt, weil das Baby ist ein Baby. Ne? Und in so einem großen Topf, da kannst du nicht wirklich düngen. Also da müsste man dann tatsächlich, ja, dann, wenn es gegeben ist, wenn einem die Pflanze das irgendwie zeigt, dann vielleicht mal reagieren. Aber im Moment lassen wir das noch so, denn die Pflanze kommt damit richtig gut zurecht. Das alte Blatt ist dahin, schon lange Zeit, das wissen wir ja auch schon. Zumindest der das Ganze ein bisschen verfolgt hat. Die anderen Blätter, die drin stecken, die haben wir reingesteckt hier einfach. Tut sich im Moment noch nichts. Wir hatten ja auch schon mal reingeguckt. Bewurzelung war schon gegeben, aber ansonsten müssen wir abwarten, wann hier Pflanzen rauskommen. Ne? Die Blätter vergehen auf jeden Fall schon mal. Von daher dürfte es eigentlich nicht mehr so lange dauern. Aber nun ja, es funktioniert auf jeden Fall bis heute. Ne? Das ist nach wie vor ein Experiment hier im mineralischen Substrat mit dem Zwergkrug. Aber ich würde sagen, das sieht schon mal ganz vielversprechender aus. Ne? Okay. Geht sofort weiter. Moment, hör mal auf. Wir sehen jetzt hier die indische Telegraphenpflanze. Die tanzende indische Telegraphenpflanze. Ist noch ein bisschen im Schlafmodus, ist gerade am Erwachen. Die Blätter werden noch ein bisschen sich aufrichten im Laufe jetzt des Tages, vormittags in dem Sinne. Wächst gut. Hier haben wir das Ganze im Versuch bei 1000 Mikrosiemens. Allerdings gieße ich zwischendurch auch 500 rein, ganz einfach, um den Wert nicht zu sehr hoch zu bringen. Und wir haben jetzt tatsächlich, kriege ich das hin, 600, ja, 680 Mikrosiemens. Aber ich möchte sie eigentlich bei 1000 halten. Ne? Hör mal auf, vielleicht bin ich auch einfach zu zaghaft hier bei der Pflanze. Sie wird ja nun mittlerweile auch gut eingewachsen sein. Von daher gucken wir schon, dass wir sie jetzt kräftig düngen. Ne? Von daher gieße ich nochmal was nach hier bei 900, ein paar zerquetschte. Ja. Ich muss gucken, was sie verträgt. Ne? Aber trotz alledem, manchmal habe ich so ein bisschen Angst und dann kriegen sie doch wieder 500. Ne? Pass mal auf, hier gieß mal kontinuierlich. Ich gieße mal jetzt über Substrat, sonst gieße ich das in meinen Untersetzer. 400 bis 500 rein. Kontinuierlich. Mal gucken, wie der Wert jetzt da aussieht. Bei der Peperomia Raindrop. Meine, sie hat ja ein mega kräftiges Grün. Ne? Lass mal auf Hold eben ausmachen. Und dann gucke ich mal, was sie jetzt hier drin haben. Lach sich kaputt, ey. 375. Also auch hier läuft es gut.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, ab und zu gieße ich hier bei diesen Kandidaten reines Wasser hinterher. Ne? Ab und zu, wohlgemerkt. Also das läuft soweit ganz gut. Kannst du auch sagen, bei 400 bis 500 sind sie ausreichend versorgt. Ne? Die haben so ein kräftiges Grün. Müssten jetzt auch mal umgepflanzt werden, weil es ist ja mehr oder weniger eine Horde hier. Einer wächst sehr kräftig heraus. Der wird jetzt natürlich kopflastig, ganz klarer Fall, weil er ja oben aufsteht im Prinzip mit der Wurzel. Ne? Also nicht tief drin sitzt im Substrat, sondern sitzen ja oben auf. Ne? Und von daher müssen wir hier bei Gelegenheit mal gucken, dass wir sie dann tatsächlich auch umpflanzen. Okay, das kurz zu den Kandidaten. Skindapsus pictus. So, heute ist soweit, werden sie rausholen jetzt hier. Das war ein Versuch. Wir haben hier die Teilstücke einfach reingesteckt oder reingelegt damals. Das Ganze war abgedeckt gewesen über mehrere Wochen, ja Monate eigentlich. Und ja, hat sich so entwickelt. Richtig cool. Seit geraumer Zeit steht das Ganze offen hier. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier dann erreicht haben in dem Sinne. Wie das Ganze jetzt aussieht. Jetzt kann man natürlich noch nicht viel sehen, weil das Ganze ja hier im Sphagnummoos ist. Ich versuche das mal so ein bisschen zu bewegen. Hier sieht man schon ein paar Wurzeln. Das sieht okay aus. Pass mal auf, ich mache mal einfach ganz vorsichtig hier so ein bisschen rumfummeln, fummeln. Ne? Mal gucken, ob wir das einfach so auseinanderkriegen hier. Aber das scheint ganz gut zu laufen. Ja, das läuft wunderbar, siehst du wohl. Okay, pass mal auf. Müssen wir gucken, dass wir das Moos hier abbekommen, um sie dann einzupflanzen. Also eigentlich ist das schon ausreichend. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel rumfummeln. Ich meine schon rumfummeln, aber nicht abreißen. Ne? Das, was abgeht, nehme ich ab. Was nicht abgeht, das lasse ich einfach dran und damit ist gut. Siehst du wohl. Also auch das funktioniert allerdings, ja, ich würde sagen, im Wasser bewurzeln und dann einpflanzen ist aber doch einfacher, als tatsächlich jetzt so, wie es hier gegeben ist. War nur ein Versuch, mal zu gucken. Wir hatten ja genug davon. Ne? Wegschmeißen kann man ja nichts. Und, ja, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ist aber nicht. Ist nicht wirklich notwendig. Ne? Ab ins Wasser damit, lass bewurzeln, dann kannst du einpflanzen, gut ist. Okay, also, ich werde sie mal just ein bisschen sauber machen. Und mal überlegen, wo wir sie gleich reinpflanzen. Ne? Das ist auch, ja. Okay, ich meine, ist eine Möglichkeit. Ne? Ob man es wirklich so machen muss, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es möglich. Ne? So, siehst du wohl. Ja, das sieht also ganz gut aus, muss ich sagen. Ne? So, jetzt haben wir hier noch zwei. Ach guck mal, hier ist ein ganz kleines Stück. Okay. Da kann ich jetzt nicht viel dran sehen. Ja, wie gesagt, da waren so Sachen, die waren übrig, ne? Ja, wir haben sie auch nur oben aufgelegt, siehst du wohl. Wir haben sie einfach nur oben draufgelegt auf das Moos. Oh, die sind aber heftig zusammengewachsen hier, alter Schwede. So, pass mal auf, ich mache das just zu Ende und dann pflanzen wir die erstmal ein. So, dann wollen wir die Babys mal einpflanzen. Wurzeln lassen wir so, wie sie sind. Ich habe hier wieder Tongranulat reingepackt. Gespült, ganz klarer Fall, weiß Bescheid, kennen wir, ne? So, Wurzelschnitt werden wir nicht machen, wir drehen die Wurzeln einfach hier rein. Dann halten wir uns auch die ganzen Saugwurzeln. Dann ist der Vorteil insbesondere natürlich hier mit dem mineralischen Substrat, weil man kann das ja, ja so schön eigentlich handhaben, ne? Das ist eine richtig coole Sache. So, jetzt wird ein Teil der Blätter mit eingepflanzt, ist nicht so schlimm. Wenn die kaputt gehen sollten, werde ich sie später einfach rausziehen. Das lässt sich jetzt nicht anders handhaben, weil das halt so wachstumsbedingt jetzt so gegeben ist. Ne? Von daher belasse ich das so einfach. Und wie gesagt, merke ich, dass die Blätter kaputt gehen, dann werde ich sie einfach entfernen. So, siehst du wohl. Und schon haben wir ein wunderhübsches Pflänzchen. So, durchspülen mit Nährstoffen bei 500 Mikrosiemens, wie wir das schon kennen. Auch hier das Vulcatec Kakteen Premium Substrat mit Ceramis. Drei Teile Vulcatec und ein Teil Ceramis. So, ich muss immer wieder sagen, ich werde immer wieder gefragt. Ich verstehe es auch nicht. Aber okay, man kann ja nicht erwarten, dass jeder alle Filme guckt. Weiß Bescheid, ne? So ist das im Leben. Ist auch okay. So, jetzt kriegt er einen Untersetzer und damit haben wir ihn tatsächlich nach langer, langer Zeit oder die eingepflanzt. Ja. Könnten wir eigentlich auch für Experiment heranziehen dann demnächst. Okay. Zimmerpflanzen, Klimbim. Dann machen wir heute auch noch hiervon ein kleines Update von unserer Kannenpflanze im mineralischen Substrat. Hier ist Vulcatec Kakteen Premium Substrat ohne Ceramis, denn hier möchten wir keine Nährstoffe speichern. Sollte man vielleicht doch ein bisschen darauf achten. Somit ist hier alles noch ein Test. Versuchen hast du nicht gesehen. Ne? Es läuft aber richtig genial, muss ich sagen. Die Pflanze sieht mega hübsch aus. Richtig hübsch, hat eine neue Kanne entwickelt. Gucken wir uns etwas näher an. Und wir gucken uns heute auch nach langer Zeit die Bromelie mal wieder an. Schauen wir uns die Kanne mal etwas näher an von der Kannenpflanze hier. Sortenname weiß ich gerade nicht.
Ich habe es mir damals nicht aufgeschrieben. Ist aber auch nicht ganz so tragisch. Ich denke mal, das kriegen wir auch noch mal raus. Vielleicht kann der Kaniko uns da noch mal helfen. Aber das sieht schon hübsch aus, ne? Richtig genial. Richtig hübsch. Oh ja, also die Kannpflanzen, die haben schon was Faszinierendes. Insbesondere, weil sie auch Insekten fangen, ne? Das ist also richtig Hammer. Das sieht so cool aus. Übrigens, die alte Kanne da hinten, die bleibt noch dran, solange bis sie komplett vertrocknet ist. Und dann werde ich es erst abschneiden. Solange belassen wir das Ganze einfach. Oh, das ist schon, ne? Das hat schon was. Das sieht. So, ich zeige es nochmal ganz im Bilde, weil es einfach wunderschön anzusehen ist, ne? Das ist also richtig genial. Das ist so eine coole Sache. Gut, jetzt im Winter haben wir nichts mit Insekten, aber im Sommer könnte das schon mal eine richtig coole Sache sein. So, hier kommt dann die nächste Kanne, die sich hier entwickelt. Das kann man jetzt vielleicht nicht so richtig erkennen. Das wird schon langsam etwas dicker hier. Und hier oben aus dem Blatt wächst auch schon ein Stiel heraus. Man kann auch schon, ja, einen Ansatz sehen tatsächlich von einer kleinen Kanne. Und es kommt auch schon das nächste Blatt hier hinterher gewachsen. Und die hat wunderschöne Farbe, ne? Richtig schön glänzend. Da sind die auch alle sehr unterschiedlich, die Kannenpflanzen. Da gibt es so viele verschiedene Sorten. Für einen Laien ist das also nicht so einfach. In dem Sinne bin ich da auch noch Laie, was hier Sorten angeht, ne? Aber ich lasse mich einfach überraschen von der Schönheit dieser wunderschönen Gattung allgemein. Das ist also eine richtig coole Sache. Ne, als Zimmerpflanze, mega cool. Steht unter der normalen Aquariumbeleuchtung im Abstand von ca. 50 cm. Also das ist vollkommen ausreichend tatsächlich. Die brauchen gar nicht so viel Licht in dem Sinne und wachsen wunderbar im Vulcatec-Kakteen Premium-Substrat. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu der Bromelie. Die Bromelie. Ja, ich muss sagen, das klappt tatsächlich auch hier im mineralischen Substrat. Sie hat jetzt kein Wurzelwachstum, das wir sehen können oder so, dass es also extremes Wurzel macht. Da sieht man noch gar nichts, nichts dergleichen. Steht relativ fest drin, hat ja auch ein Kindel in dem Sinne ausgebildet. Wunderschöne Farbe und hier steht also im Herzen immer Wasser drin. Ja, das ist voraussichtlich wichtig. Also zumindest wurde mir das so gesagt und vor der Hand habe ich das so. Da gieße ich einfach hier Wasser oben drüber, läuft das an der Pflanze entlang ins Substrat und gut ist. Ne? Ich habe gerade mal nachgemessen, haben wir 340 Mikrosiemens zum Untersetzer drin. Das belasse ich jetzt auch so. Ich dünge sie allerdings nicht. Also ich habe sie vielleicht einmal ein bisschen gedüngt, aber wirklich nicht viel. Von daher ist der Wert so, wie er ist. Und das belasse ich auch so und gieße immer einfach reines Wasser hinterher, bis ich irgendwann mal sehe, dass sie vielleicht was braucht an Nährstoffen. Aber bis jetzt würde ich sagen, sieht das richtig gut aus. Ne? Auch eine schöne Ausfärbung. Also das ist mal, ja, eine interessante Sache, dass das tatsächlich auch im mineralischen Substrat funktioniert. Dass wir das dann heute auch mal so augenscheinlich mitgenommen haben. So, ich sammle mich mal kurz. Ich glaube, wir kommen dann gleich auch schon zum Ende. Ein Update machen wir noch, und zwar von der Papaya hier im Experiment bei 1000 Mikrosiemens circa, ne? Pi mal Daumen, darf heute wieder gegossen werden. Von daher mache ich das jetzt mal eben, dann kann ich gleich nochmal nachmessen, was gegeben ist. Die Pflanze sieht gut aus, richtig schönes Grün, schickes Wachstum. Licht bekommt sie allerdings sehr wenig, muss ich sagen. Ist so, ne? Sie bekommt einfach weniger Licht. Wir haben die große jetzt auch abseits gestellt, steht jetzt auch unter weniger Licht in dem Sinne. Sie hat da unheimlich rumgezickt. Im Blattwerk in dem Sinne. Ja, wir haben 1100 ein paar zerquetschte. Ne? Also ist das bis jetzt noch okay. Die Pflanze sieht cool aus und von daher werden wir das also tatsächlich weiter so handhaben. Allerdings nicht unter so kräftiges Licht. Ne? Also das ist eine richtig coole Sache. Zum Thema Licht kommen wir ein andermal nochmal. Ich kann nicht jetzt jedes Mal durch die Gegend rennen über die Lichtverhältnisse messen. Sie steht halt ein bisschen abseits und von daher ist das soweit. Okay, würde ich sagen. Ne? Also das ist, scheint tatsächlich Faktor Licht ganz wichtig zu sein bei diesen Pflanzen, bei der Papaya. Denn wie gesagt, die große, die hat ja unheimlich rumgezickt. Das scheint es jetzt besser zu werden. Aber das müssen wir noch abwarten. Das geht nicht so schnell. Da, ich denke mal, in 3, 4 Wochen ungefähr sehen wir da tatsächlich ein richtiges Ergebnis in dem Sinne. Okay, was machen wir jetzt noch? Ich zeige es dann doch jetzt nochmal, auch wenn die Lichtverhältnisse gerade nicht optimal sind hier, wie die Karnivoren hier stehen. Ich halte das Lux-Gerät mal eben hier hin, dass wir es ablesen können. Ja, knapp 1500, 1600 Lux auf der Höhe jetzt ungefähr hier. Die zickt immer noch ein bisschen rum. Ich habe sie gerade nochmal durchgespült, dass wir das mal kurz mitnehmen können, wie das jetzt aussieht hier. Ich muss bei den Karnivoren auch wieder was machen. Ich muss wieder Wasser nachfüllen und messen und so weiter und so fort. So, dann gucken wir einmal kurz hier, wo unsere Papaya steht. Die steht nämlich hier und die bekommt sage und schreibe etwas über 250, ja, knapp 250 Lux. Ne? Also das ist wirklich nicht viel, was die bekommt hier.
Ist aber komplett ausreichend, auch für die anderen Pflanzen, die hier stehen. Das ist schon interessant so mitzunehmen, ne? Dass die also gar nicht so viel Licht in dem Sinne brauchen. So, ansonsten, ich muss mich gleich um die Pflanzen kümmern. Ich muss gießen, düngen und hast du nicht gesehen. Baden auch noch heute. So ist das im Leben, ne? Okay, dass wir das mal kurz so mitgenommen haben, wo die Papaya hier steht. Okay. Dass das mit dem Thema Licht mal so wichtig werden würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich meine, Pflanzen brauchen Licht, ganz klarer Fall. Da findet man Zusatzbeleuchtung, wenn man jetzt einen Raum hat, der dunkel ist, so wie hier beispielsweise. Dann läuft das, ne? Aber es gibt tatsächlich auch Phänomene im Leben zu beobachten. Das hatten wir vorhin fast vergessen, dass also zu viel Licht nicht gut ist, ne? Im anderen Raum, im neuen, da zeigt es sich jetzt extrem. Ich werde versuchen, das morgen nochmal rüberzubringen. Da werde ich jetzt eingreifen müssen. Was haben wir hier drin? Sagt, lach sich kaputt, ey. Fast 1700 Mikrosiemens haben wir hier drin. Weiß Bescheid, ne? So, und er lebt tatsächlich immer noch. Und hat immer noch kräftiges Grün. Wie gesagt, bei 400 bis 500 kontinuierlich. Jetzt läuft er über. Und dementsprechend hat sich das jetzt so entwickelt. Gut, dass ich das jetzt mal nachgemessen habe. Aber wir haben ja schon gesehen, dass viele Pflanzen tatsächlich viel mehr vertragen, ne? Allerdings muss man dann aufpassen, dass man nicht zu einer Überkonzentration irgendwann kommt. Ganz klarer Fall, ne? Von daher, diese Werte bei 500 läuft bei den Punica Granatum Nana richtig gut. Aber wir sehen, sie vertragen tatsächlich auch mehr. Weiß Bescheid, ne? Wo die Grenze liegt, kann ich jetzt noch nicht sagen, ne? Okay, winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und mal sehen, was wir noch so im Laufe des Jahres entdecken. Oder auch aufdecken in dem Sinne. Ja, das macht richtig viel Spaß. Ne? Auch wenn mal irgendwas schief läuft, ist nicht schlimm. Daraus lernt man eine ganze Menge. Also, es ist schon mal cool. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich meine, er sieht ja hammermäßig cool aus. So richtig kräftig. Keine Zickerei, nix. Nehmen wir heute so mit. Ne, mit dem jetzt nicht, weil hier möchte ich ja gucken, wie das mit dem Wachstum ist. Sonst hätte ich gesagt, düngen wir jetzt mal generell eine bei über 1000. Aber weißt du was? Das lassen wir lieber. Ne? Es läuft ja so, wie wir es handhaben und von daher ist es okay. Das heißt, ich werde das nächste Mal hier im Durchspülverfahren unser Punica Granatum Nana dann tatsächlich mal wieder runterbringen auf 500 Mikrosiemens circa. Ne? Und dann kontinuierlich damit halt weiter hingegossen. Die Pflanze verbraucht ja auch mittlerweile sehr viel, sie ist ja schon groß. Wäre eigentlich noch viel größer, hätten wir sie nicht ständig zurückgeschnitten. Aber hier Sinn und Zweck der ganzen Sache, einfach um eine stabile, kompakte Pflanze später zu bekommen. Die hat schon einen dicken Stamm, der etwas dickere Äste hat. Und da kannst du das Ganze dann ja im Frühjahr in dem Sinne, rein theoretisch, in größeren Topf pflanzen und dann nach draußen stellen. Und dann wird sie sich rasant entwickeln, weil sie ja einen gewissen Habitus erreichen möchte, weil sie hat ja Wurzeln, Stamm, Ast und dann geht die Post ab. Okay, yippie-yay.